Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Diese Folge wird geprägt sein von ins Wasser fallen, von Fluchen und von diversen anderen unüberlegten Handlungen. Also wenn ihr das und vieles mehr sehen wollt, müsst ihr dranbleiben, denn ich versuche jetzt hier mal Krallen zu bauen. Bis gleich! Dazu gucken wir jetzt mal hier runter. Also die Krallen, das soll so kleine Ärmchen, so T-Rex-Krallen so werden. Und ja, die werden dann halt hier bis hier vorgehen. So ist zumindest der Plan. Das wird natürlich nicht ohne weiteres funktionieren. Deswegen müssen wir uns wohl oder übel hier mal so einen behilfsmäßigen Steg bauen. Dass wir den nutzen können, weil die Arme müssen halt hoch und runter und also ein Ticken runtergehen und dann halt von unten auch tiefer als der Drache ist, gebaut werden. Ich hoffe, wir sind hier auf einer vernünftigen Höhe. Ja, sieht, glaube ich, gar nicht so verkehrt aus. So, ja, hier so langsam aber sicher sollen sie anfangen. Sind nur ganz schön weit weg vom Drachen, fällt mir gerade mal so auf. Das war vielleicht uncool. Und doch noch mal ganz schön tief. So. Wie gesagt, das wird gar nicht so einfach, hier ein Ärmchen zu modellieren. Der muss ja hier irgendwo ansetzen. Also erstmal so schön hoch. Nase juckt. Dann würde ich sagen, geknickt ja mal hier bis hier so runter. Wenn wir das jetzt mal so ungefähr angehen. Na, da ist ja hier der Bogen. Deswegen würde ich sagen, machen wir den mal. Ja, ist sowieso die Frage, wie wir den machen. Ich würde jetzt mal sagen, so behaupte ich mal. So, muss nicht so breit werden, aber halt ein bisschen Breite braucht er schon, ein bisschen Fülle vor allen Dingen. So. 2, 3. 1, 2, 3. Warum tust du mir das an? Ich habe dir nichts getan. So. Oben ruhig ein bisschen flacher. So ist der Grundgedanke. So, dass er jetzt da hochwandert und dann hier nochmal hochwandert. Also besser gesagt, wir lassen hier mal den Knicken ruhig ein bisschen breiter. Und dann versuchen wir das Ganze natürlich auch direkt, wenn das soweit steht, auf die gegenüberliegende Seite zu kopieren. Auf die richtige Position vor allen Dingen, damit wir da dann halt auch vernünftig arbeiten können. So. Wir nutzen jetzt einfach mal hier diese Gelegenheit. Zählen jetzt hier mal ab. So, also von hier ist er so tief. Ist ja egal. 1, 2, 3, 4. An dieser Position. Wir kommen hier halt nur echt schlecht durch.
ohne wegreißen zu müssen. Nein, nein, wir müssen wegreißen, sonst kommen wir hier nicht so durch. Einmal den Bauch aufschlitzen, bitte. Tiefer, habe ich das Gefühl. Aber 1, 2, 3, 4. Ja, läuft. Also so. Sollte der Ansatz sein. Ja, wenn das erst einmal steht, dann ist es ja alles noch halb so wild. Hier müssen wir halt dann den Arm ein bisschen in die Kurve legen, aber besser als den komplett in der Kurve zu haben. Ganz ehrlich, das wollte ich mir jetzt echt nicht antun. Das dann auch noch irgendwie hinzubekommen. Da geht er nicht durch. So viel dazu. Weißt du, hier so ein, selbst so ein kleines Ding kriegen wir nicht richtig hin. Ist ja wohl logisch, dass der dann hier auch so ist. Dann alles in Ruhe an. Hauptsache, das steht schon mal so weit. So. 1, 2, 3, ja, hier, der eine ist ja komplett daneben. So, mal reinhuschen, hier erstmal das Loch füllen. Wieder. So war das, glaube ich. Und so. Okay. Vielleicht machen wir den denn doch einen dicken breiter. Wie sieht es denn aus von der Dicke? Ich glaube, dann können wir den wirklich noch einen dicken breiter machen nach außen. Und hier unten dann wirklich spitz, wie so ein Ellenbogen. So. Jetzt noch richtig gesetzt hätten, wäre noch viel cooler gewesen. Nämlich hier hin. Und wo ist hier immer noch ein Fehler? 1, 2, 3. Was habe ich denn hier gemacht? Hallo? So, das war das erste Mal. Wie versprochen. Na klar. Hier kommt er erst hin.
So wird ein Schuh draus. So, damit wir hier nachher nicht den falschen machen. Setzen wir hier schon mal an. So. Ja, lass den mal. So. Alles nur erstmal hier, um das festzulegen, ne? Das ist ja auch so krank eigentlich. Nein. Nee, warte, wir müssen eh runter, nah ans Wasser. Komm schon, lass mich hin hier. Nicht so. So. Jetzt aber ab in die Haie, ist nämlich schon wieder dunkel. Aber es liegt nicht daran, dass wir die Folge durch haben. Nein, welche ich spät gestartet habe. Oh, guck mal, hier habe ich noch ein bisschen Grünzeug. War so ein Aussichtspunkt gewesen. Für ein Foto. Da stelle ich mich gerne mal ein bisschen höher. Hat einfach den Vorteil, dass man von da aus ein besseres Bild hat. Ne? Klar, für diese ganzen Anzeigebildchen ist das nicht verkehrt. Nee, hier will ich nicht hin. Ich wollte eigentlich eher hier vorne hin. Nochmal was mit einstecken, nämlich das hier. Damit wir den Kamm, ich hatte irgendwann mal überlegt, wie das hieß. Jetzt so im Redefluss fiel mir ein, das Ding heißt Kamm, nicht Iro. Kann man gar nicht nachvollziehen, ne? Iro, der Drachen-Iro ist doch viel cooler. So. Das hier auch soweit durch ist. Okay, das war's schon. So, da sind die Handschellen des Drachen. Nicht verkehrt. Für den Anfang. Ich würde sagen, ich mache aber erst die Hände, bevor wir die Verbindungsstücke bauen. Das ist, glaube ich, einfacher. Hier ist der tiefste Punkt. Und damit ihr... So. Jetzt formen wir das erstmal so ein bisschen. Zwei, drei. Könnte. Wie hoch wollen wir denn gehen? Wir müssen auf jeden Fall eine ganze Ecke weiter, ne? Deswegen ist das vielleicht viel zu kurz geraten hier. Ich mach den jetzt mal peu à peu ein bisschen länger. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, hier kommt halt die Mähne, aber die Krallen gehen so ein bisschen seitlich, habe ich mir so vorgenommen. Guck mal, was da drinnen ist, schön. Ich dachte, da wäre ein Keeper. Das ist cool, der Rest ist Schrott. Ja, doch, warum nicht?
Warum nicht? Das bleibt auf alle Fälle so. Ist halt die Frage, machst du peu à peu links und rechts gleichzeitig, aber das ist auch doof, weil ich gar nicht weiß, ob mir das am Ende gefällt, wenn ich das jetzt direkt auf beiden Seiten das mache. Ja, wisst ihr ja, ne? Ist halt auch doof. Ich dachte, die werden sich hier halt berühren, ist aber nicht schlimm. So, wie gesagt, die ganze Hand wird ja gar nicht so dick an der Stelle hier. Machen wir mal noch zwei. Aber wir machen die da drüben sogar noch ein bisschen dicker. Am Anfang. Vielleicht sogar ein bisschen, wie gesagt, wieder Form reinbringen. Ist ja auch wichtig. Wichtig. So. Die T-Rex-Klaue. Es heißt Klauen, oder? Ich habe in der letzten Folge ja mal hier den Titel da so genannt. Wie heißen Drachenfingerchen? Aber ich bin der Meinung, es heißt Klaue. Ich bin da felsenfest überzeugt von. Der muss eigentlich höher sein, oder? Nee, weil wir sind doof. Wir sind natürlich mal wieder total doof. Das hier ist natürlich erst die Außenseite. Der soll ja nicht dünner werden. Hier noch nicht. Das hier müssen die Ecken sowieso noch raus. Hier könnten sie schon bleiben. Zwei, drei. Dass die haarscharf dran vorbeigehen. Was hält der, wenn ich hier doch noch mal einen drauf sitze? Gerne auch so eigentlich. Ist das hier an der Seite nicht ganz so hoch? Ja, dann hole ich mir gleich von unten. Wie gesagt, hier muss er auf jeden Fall höher gehen. Komm mal ruhig noch mal ein. Also wie gesagt, die Klaue. Also das Handgelenk. Da kann ja ruhig. Hier ist ja Fehler. Genau, hier war ein Fehler. Obwohl eigentlich nicht, nee. Aber wir wollen ja wissen, wo hier was endet. Nehmen wir noch einen? Um einen nehmen wir noch mit. Ich würde
hier fast noch mal einen hochgehen wollen. Gut, ich könnte mir das dann so sogar noch mal kopieren. Und das da drüben ansetzen. Bevor die Finger kommen. Wenn das mit der Hand soweit passt. Das ist ja wiederum die andere Sache. Wenn mir das soweit gefällt. So. Deswegen links und rechts relativ gleich alles halten. Für diese schmalen T-Rex-Ärmchen. Auch so. Oh, wie kriegen wir das schon hin? Dann zwei. Eins, zwei. Jetzt müssen wir die Sachen nur verbinden. Nein! Das ist wie so kleine Kanonen. Boah! Ja, die habe ich ja überlegt, ob ich nochmal einen hochgehe. Und das hier so schon als Gelenkknochen nutze. Machen wir das mal so. So ein bisschen modellieren. Sollen ja wirklich nur kurz sein. Müssen jetzt nicht übertrieben groß und lang werden. Okay, die Verbindung haben wir schon mal. Soweit in Ordnung. Ja, warte mal, wir probieren es erstmal hier. Schieben wir den mal hier noch so ein bisschen mit hin. Bisschen Abwechslung reinzukommen. Ist halt dann ganz schön groß nichts. Machen wir so hier. Ne, der war zu weit. Gucken wir uns das einfach gleich mal an. Wie es auch mal aussieht, wenn wir nach innen gehen. Die sind groß, ne? Aber da kommt, wie gesagt, noch die Hand rein. Schlecht finde ich es jetzt nicht. Ganz ehrlich, schlecht finde ich es nicht. So, vielleicht ein bisschen so, ein bisschen noch nach hinten. Wie gesagt, mit den Fingerchen dran sieht es dann auch wieder ganz anders aus. Aber da ist auf jeden Fall eine Form erkennbar, die mir doch zusagt. Boah, Gott sei Dank, cool, wir sind hier drin gelandet. Ich gehe mal noch einen hier raus. So. Dann kopieren wir uns das jetzt nochmal hierher.
lang. So. Und hier ganz normal zu. Ne, guck mal, genau, hier sind wir noch ein bisschen weiter mit Zweien. So, jetzt ist hier schon stockenduster drin. Jetzt nicht unbedingt dahin. So muss reichen. Dann kommt hier halt die Fingerchen dran. So nach links und rechts außen weggebogen. Und hier wollte ich dann halt, das will ich halt auch aus dem hier machen, so ein bisschen. Ja, so ein halber wäre eigentlich cool. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwas Halbes noch habe, was ich hier dann so langziehen kann, was ich dann halt auch am Gesicht noch machen will. Aber das sind dann wieder andere Geschichten, die später kommen. Wir haben jetzt erstmal hier so einen halben, halbfertigen Arm hinbekommen. Den kopiere ich mir auf die andere Seite. Aber für jetzt soll es das gewesen sein. Ja, ich glaube, wenn dann die Krallen hier so noch bis hierher gehen, so am Kopf vorbei, ist das groß genug. Die kleinen Stummelärmchen. Boah, die sind echt winzig. Aber die haben halt so kleine. Die Krallen, wie gesagt, die gehen dann hier so bis hier so ungefähr. Also da kommt der kleine Finger raus, dann der mittlere und dann der Daumen nach ganz außen. Irgendwie sowas in der Richtung kommt da hin. Deswegen ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt der Grundansatz. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf alle Fälle wieder. Bis dahin. Tschüss.